So. Tja, die Zuschauer schwinden. Sind es nur noch 5? Was machen wir denn jetzt? Ich lasse das einfach schneller laufen. Wir sind gleich bei 300 Leuten. Das ging schneller, als ich dachte. Und ich glaube nicht, dass wir irgendwelche Probleme haben gerade. Ökonomisch. Oder auch von dem Zeug, was wir... Buchweizen noch 1000? Ja, gut, okay. Klamotten haben wir 140 übrig. Fisch noch 1000. Mehl noch 1200. Alles mit Kartoffeln. 2200. Also man könnte immer mehr Fleisch natürlich produzieren. Wahrscheinlich noch. Steine haben wir sowieso genug. Sonnenblumenöl haben wir 5200 Einheiten. Ich glaube, das Ding läuft. Oh, die Übertragung stockt, sagst du. Das ist nicht gut. Oh ja, sehe ich jetzt auch. Das ist nicht gut. Moment, Moment, Moment. Ich gucke mal, ob sich da irgendwas dran ändern lässt. Was soll denn das jetzt ganz am Ende hier? Tja. Es sollte hoffentlich ein bisschen besser sein, aber mein Netz scheint es jetzt hier nicht mehr voll... Nee. Nee, 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 nee. Das ist nicht gut. Aber wieso denn nur nicht? Verstehe ich gerade nicht. Ich kann mal gucken... Ich kann jetzt natürlich die Bitrate noch wieder runtersetzen, aber dann wird es, glaube ich, hässlich bei euch. Es sind auch gleich 3 Zuschauer abgehauen, insofern... Ne, jetzt macht er wieder Probleme. Och Mann, ist doch scheiße. So, das Einzige, was ich machen kann, ist das Ding, glaube ich, beenden einmal. Ich weiß es nicht genau. Momentan hört er einfach hier völlig auf, irgendwas zu schicken. Ich gucke gerade, wie viel Lag ich jetzt noch habe. Angeblich schickt er jetzt wieder ganz gut, aber sagt mal Bescheid, wie es aussieht. Also, vielleicht... ist das nichts mit dem Stream für mich, beziehungsweise für meinen Rechner in dem Fall. So, jetzt hat er sich, glaube ich, neu gestartet einmal. Ich habe keine Ahnung. Also, ich sehe, was liegt eventuell am Aufnahmeprogramm. Das macht es eigentlich ganz gut. OBS benutze ich ja schon lange. Ich wollte eigentlich auch das... Streaming Labs jetzt benutzen. Jetzt habe ich es erstmal pur über OBS gemacht, aber das ist eigentlich ein gutes Ding. Aber nee, er hat immer noch einen Fehler hier. Okay, so viel zum... Ich hatte mal einen Teststream und der lief ganz gut. Bis zum heutigen, das funktioniert so nicht. Was es hier sonst noch gibt, aber eigentlich
ist hier nichts mehr an, was in irgendeiner Form irgendwas verbrauchen würde an Ressourcen. Das tut mir sehr leid. Das ist ja ärgerlich. Hey, ey, Penny, guten Abend. Du kommst genau im richtigen Moment. Es bricht nämlich gerade das Netz zusammen. Aber schön, dass du da bist. So, jetzt sagt er, die aktuelle Bitrate funktioniert nicht. So, und jetzt hat einer das Video geliked. In dem Moment, wo es hier nicht funktioniert oder was, ihr erfreut euch nur an meinen Problemen. Das ist das Ding. Läuft es denn jetzt wieder? Okay. Es scheint wieder zu gehen. Klingt erstmal gut. Aber irgendwas, die aktuelle Bitrate des Streams ist jetzt irgendwie nicht hoch genug. Aber es läuft erstmal wieder. Machen wir eine Runde weiter. Also ich habe jetzt die Aufnahme. Jetzt hat es da schon wieder abgebrochen da vorne, ne? Aber gut, jetzt hat es die Aufnahme. Jetzt habe ich 3 Likes gekriegt. Liebe Leute, ihr gebt mir dann Likes, wenn alles abbricht, ja? So läuft das. Ah, jetzt gibt es 9 Zuschauer. Was ist denn jetzt passiert? Verzeihung. So. Also das muss man im Stream machen. Verstehe. Man muss also irgendwo rumsitzen und da muss alles technisch daneben gehen. Dann fängt man an zu schwitzen, irgendeinen Scheiß zu erzählen und dann finden es die Leute gut oder was? Nee. Das kann nicht sein. Aber auf der anderen Seite, was sollen wir hier noch machen? Wir bauen hier Wohnhäuser wie die Blöden und ansonsten... Likes gibt es bei mir aus Prinzip, finde ich auch gut. Gut. Solange es läuft, dann läuft's. Dann lass ich mal schneller laufen, mal gucken, ob es dann immer noch läuft oder ob es dann wieder abbricht. Ah, jetzt sagt er bei mir auch sehr gute Verbindung. Sehr gute Verbindung, finde ich gut. Wir haben eine sehr gute Verbindung, liebe Freunde. Und schauen uns in dieser Verbindung an, wie sich hier ein Haufen Lehm aufstapelt. Langsam, aber sicher wird er vermengt mit 100 Nägeln. Und zu einem Haus geformt. So. Spaß beiseite. Ah, hier. Unser gequetschtes Haus ist fertig. Und die Jurkifs sind gleich eingezogen. Vom Fishing Dock. Das macht Sinn. Das finde ich sehr gut, dass jemand hier eingezogen ist, der hier am Fischerhafen arbeitet. Auch wenn er sich hier, glaube ich, mit der Zeit ein bisschen eingeengt fühlen wird. Ich weiß es nicht. Nadja geht einkaufen. Das ist doch gut. Was hat denn die für einen Sack da? Ach, ein Mehlsack ist das. Sieht ein bisschen flach aus, ne? Ist hier reingegangen. Ah, die arbeitet hier im Warenhaus. Ja, okay. So, Fisch, Fisch, Fisch. Warum haben wir immer noch keinen getrockneten Fisch? Das möchte ich wirklich gerne wissen. Die sollen doch eigentlich hier 250 Einheiten getrockneten Fisch herstellen. Die sollen sogar nur getrockneten Fisch herstellen. Ach so, die machen es auch hier. Okay, dann sagen wir denen doch mal 250. Ihr sollt auch den getrockneten Fisch bitte herstellen. Und da dürft ihr da auch voll machen. Und dann ist das bei den anderen egal. Dann sollen die einfach fischen wie die Blöden. Ohne da jetzt irgendwas will. Die Beschreibung ist auf Phoenix Point? Das habe ich doch vorhin eingestellt. Bin ich bescheuert? Entschuldigung. Ich sollte solche Ausdrücke... Vielleicht werde ich dann... tatsächlich. Ist doch nicht zu fassen. Die Beschreibung auf Phoenix Point. Das werde ich mal ändern. Verzeihung, liebe Leute. Ihr müsst kurz einfach diese wunderschöne Stadt ohne mich angucken. Weil es ja kein Wunder, wenn uns hier keiner findet. Wenn ich das jetzt auf Ostgriff mache, dann haben wir gleich 280 Zuschauer in kürzester Zeit. Völlig klar. So, ich glaube, das war's. Ich glaube, ich habe es geändert. Die Massen werden gleich auftauchen. Im Fischerdorf den Brunnen. Moment. Im Fischerdorf hier. Ah, du hast recht. Warte mal.
Da ist der nächste Brunnen. Dann kommt hier einer genau in die Mitte, oder? Hier sind drei. Vielleicht können wir hier auch noch irgendwo welche. Wo können wir denn noch Wohngebäude hinbauen, ohne dass das jetzt völlig... Wir bauen das hier richtig dicht. Ich würde gerne ein kleines. Jetzt hätte ich gerne so kleinere... Also mehr unterschiedliche Häuser als nur... Ach Mann. Als nur das eine. Das wäre irgendwie cool, wenn man jetzt so mehr so barackenmäßig, weil das ist ja alles echt so sehr prunkvoll, finde ich. Also was heißt prunkvoll? Aber für die Zeit und so. Und für so ein Fischerdorf. Hier so rein vielleicht. Auch mit der Verbindung da. So machen wir das. Nein, so machen wir es nicht. Da noch ein Haus. Ey, das ist echt ganz schön eng. Lass doch mal das Gesnäppel. Nee, nicht alt. Da. So. Irgendwie ist es hässlich, ne? Da wohnt man auch nicht schön, weil man so in der Mitte wohnt. Nee, das lassen wir mal. Dann machen wir lieber einen Brunnen hier hin. Der kommt einfach daneben, neben dieser Anlage hier. Ja, und den Baum, ja, obwohl, den können wir auch stehen lassen. Zuck. So, bei den drei Booten und den drei Arbeitern hat vielleicht keiner Zeit für getrockneten Fisch. Ah. Intelligent. Da komme ich natürlich nicht drauf. Das könnte natürlich sein. Wenn die zu dritt im Boot sitzen, haben sie schlecht Zeit, den Fisch anzutrocknen. Obwohl, die machen das hier auch. Wenn man ihnen sagt, dass sie das nur machen sollen. Obwohl, hier ist auch ein Boot kaputt. Vielleicht hat das nur der gemacht, der das Boot kaputt hatte. Möglich. Stellen wir mal noch einen ein. Bei den getrockneten Leuten. Bei den getrockneten Leuten. Willkommen bei den getrockneten Leuten. So. Ja, jetzt können wir mal wieder schneller laufen lassen. Also ich finde eigentlich, für einen Stream, das ist eigentlich ein wunderschöner Bildschirmschoner, ne? Ich könnte mich eigentlich hier hinsetzen, Buch lesen und dann lässt man das hier so laufen. Und zwischendurch sagt man mal, das ist Vladislava. Und dann folgt man mal einem. So. Naja, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ey, diese Straße ist aber echt lang geworden, oder? Oh nein, er sagt schon wieder, ich habe Probleme. Hör auf mit dem Scheiß. Also ich habe keine Probleme, aber der Stream hat schon wieder Probleme. Okay. Also, das mit dem Stream, da werde ich, glaube ich, nicht so ganz warm mit. Ich finde es eigentlich total schön, mit euch dabei zu reden, ist ja übertrieben, aber... Dass so jemand dabei, dass ihr was schreibt und ich dann darauf reagieren kann und sowas, das finde ich echt sehr, sehr angenehm und sehr schick. Aber zum einen gibt es hier offensichtlich technische Probleme, was ich nicht verstehe, weil die Leitung eigentlich okay ist. Und zum anderen bin ich, glaube ich, doch eher jemand, der so das eine gute halbe Stunde schön macht und dann auch abschließt und Hallo und Tschüss sagt und so. Hallo und Tschüss sage ich hier natürlich auch, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ich weiß es nicht. Seid ihr heftige Twitch-Gucker und so? Eine neue Familie. Hier im Fischerdorf. Arbeitslos. Doppelt arbeitslos mit zwei Kindern. Aber, also guck mal, wir sind jetzt 100 runtergekommen im Verlauf dieser Zeit. Mit unserer neuen Economy-Struktur. Und ich sehe gerade keinen, der... Warte mal. Hat sich das jetzt verringert, ist die Frage. Das glaube ich nicht. Aber es hat sich auf jeden Fall auch nicht verschlechtert. Wie
sieht es denn hier aus in diesem Jahr? Minus 90. Wobei wir auch einen ordentlichen Verkauf gemacht haben, glaube ich, ne? Obwohl, nee, wir haben noch gar nichts exportiert dieses Jahr. Minus 90 im Mai. Na, guck an. Guck mal, da machen wir es noch ein bisschen... Nee, wir lassen das mal so. Man muss es auch mal ein Jahr durchziehen, glaube ich. So, weitere Wohnhäuser im Fischerdorf. Ja. Nun ja, nun ja. Was sagen denn die Cards? Sind die fertig hier? Die vier sind fertig. Also unser Tischler ist nicht schlecht. Der hat das hier alles vollgebaut und die sind auch gut im Einsatz, oder? Obwohl hier stehen zwei so rum. Und das nächste Wohnhaus im Fischerdorf ist fertig. Es wird nicht lange dauern, bis die nächste Familie kommt, ich bin mir ganz sicher. Gibt es hier irgendwo Armut? Nee, Wassermangel gibt es ein bisschen. Da gucken wir nochmal drauf. Ja, okay. Der ist fast leer. Der ist auch fast leer. Gut, jetzt haben wir hier einen neuen, der hier hinkommt. Dann könnten wir... Und ein Messenger ist da, das ist gut. Der hier ist wahrscheinlich voller, aber wir können ja nochmal... Wo können denn die nochmal gut... Bauen wir hier vielleicht auch nochmal einen Brunnen hin. Das kann ja nicht schaden. Dumm, dumm, dumm. Oder kommt da noch ein Wohnhaus hin? Vielleicht, ne? Ne, da ist ja auch schon einer wieder. Komm, dann bauen wir hier eins hin. Da passt kein Wohnhaus mehr hin. Kommt hier so schräg ran. Ich weiß auch nicht, ich habe es jetzt mit schräg irgendwie. Ich möchte immer gerne schräg bauen. So, was? Jetzt ist der Katschi wieder. Na gut, Buchweizen, Holzkohle kriegt ihr schon mal sowieso hinterhergeschmissen hier. Und Sonnenblumenöl kriegt ihr auch. 789, mehr wollt ihr nicht. Leider. Na gut. Das war's dann auch schon wieder. Denn ich glaube, hier ist sowas von genug drin. Ich würde das Sonnenblumenöl mal wieder auf 1000 reduzieren. Auch wenn ich glaube, dass wir theoretisch da gar nicht in Probleme kommen. Wir haben sogar 1000 Buchweizen hier eingelagert. Allerdings haben wir da mehr eingelagert als in unseren Nahrungsstätten hier. 800 haben wir noch. Aber wir könnten mal sagen, wie viel wollt ihr haben? 1000. Ich verkaufe die 1000 mal. Die sind ja eh da. Und danach holen wir die da raus, die 1000. Und dann gucken wir mal, ob wir dann... ob wir da noch genug haben, sozusagen. So. Habt ihr noch was geschrieben? So, drei Arbeiter. Sieht so aus, als wenn das immer passiert, wenn er gerade Ingame-Texturen nachlädt. Ah. Dass er hier schlechter euch den Stream zuschickt, meinst du? Ja, ich weiß auch nicht. Also eigentlich, ich nehme es jetzt nicht mal mehr doppelt auf, ja? Ich nehme es jetzt gar nicht auf. Also es gibt jetzt keine Chance mehr für die ganzen... Leute, die das ansonsten schauen, bei mir irgendwie das, was hier passiert, später nochmal anzugucken. Ich glaube, nur in dem Gesamtstream. Natürlich kann ich den Stream hier öffentlich machen. 3 Stunden lang. Aber ich weiß ja mal nicht, wer sich das angucken möchte. Ich glaube niemand. Ich glaube niemand. Aber ich kann mich täuschen. Also vielleicht setze ich einfach den Stream dann irgendwann online am Wochenende oder sowas. Aber leider kann ich das nicht mehr ordentlich in einzelne Teile aufschneiden und meinen schlimmsten Blabla daraus schneiden. Davon müssten wir jeweils genug haben noch, oder? Buchweizen, Sonnenblumenöl, haufenweise haben wir. Haufenweise. So, das letzte neue Wohnhaus. Dann können wir schon wieder weiter planen. Wir sind bei 275. Hier ist noch keiner eingezogen. Interessanterweise.
Aber es geht los. So, nächstes Wohnhaus. Und es ist Juni. Also wir könnten jetzt mal tatsächlich noch eine Farm einplanen. Boah, ist hier voll. Und es ist doch wieder ganz ordentlich geworden. Ich wollte doch schräg bauen. Was ist eigentlich aus dem Schrägbauen geworden? Na gut. Also. Aber so ganz mit dem Geld funktioniert das auch noch nicht. Vielleicht müssen wir es doch nochmal... Aber ich lasse es jetzt. Ich lasse es jetzt erstmal. Wir haben ja noch unseren Export und so weiter. Dann klappt es bestimmt. Also, neues Feld, neues Glück vielleicht mit noch mehr Futter. Beziehungsweise, eigentlich müssten wir sogar das hier nochmal machen, denn wir machen so viel Sonnenblumenöl, so schnell fertig, aber gut, wir kriegen es ja nicht verkauft. Es will ja keiner Sonnenblumenöl. Das Einzige, was ich noch finde, ist, also hier sind, wie viele Klamotten haben wir? 340. Okay, das dürfte jetzt hier eigentlich relativ ordentlich nachkommen. Das heißt, wir könnten uns ein bisschen mehr... Ich stelle mal noch eine Frau an, die hier Klamotten machen soll. Die wohnt leider wieder ganz woanders. Da wohnt sie, im Fischerdorf. Mann, geh doch fischen. Achso, du darfst ja auch nicht fischen. Du hast ja recht. Du hast ja recht. Na gut. Dann arbeitet die jetzt hier hinten. Sind die Felder alle... Na... Ah gut, sie sind ja noch am Wachsen. Alles gut. Es ist Mitte Juni, die sollten das schon schaffen hier. Und da hinten... Sieht es bestimmt auch gut aus, oder? Hoffen wir mal, dass das hier gut wächst. Sieht man die Sonnenblumen schon? Ja, klein sind sie noch. Kleine Sonnenblumen sieht man schon. Aber viel ist es noch nicht. Genau, was wollte ich hier? Also, wenn die hier genug Hemp haben, um bis zur nächsten Ernte noch weiterzumachen und Textilien zu basteln, dann können wir natürlich auch einen zweiten Weber bauen. Denn das scheint ja so, als ob sie es nicht schaffen, das komplett abzuarbeiten. Wie viel haben wir denn hier noch? Na, obwohl, hier ist jetzt nichts mehr drin. Hier ist auch nichts drin und da ist auch nichts drin. Und es dauert noch bis August. So, jetzt ist der hier fertig. Und jetzt gibt es schon wieder Videodatenprobleme. Hör mir auf. Wo bleibt der zweite Hühnerstall? Ja, da hast recht. Drei Lieblingsspiele auf meinem Kanal und insgesamt. Und wie lange haben deine Pferde noch Weizen? Sollte wohl mindestens ein halbes Jahr reichen. Das letzte, das schauen wir erstmal mit den Pferden. verstehe, noch 2 Monate. Guter Hinweis. Haben wir denn noch Weizen? 18. Das ist natürlich ein bisschen eng. Essen die noch was anderes? Horseshoes? Nee. Da muss ich jetzt erstmal ran, bevor ich die anderen Fragen beantworte. Da ist auch kein Weizen mehr. Weil natürlich auch unsere schönen Fabriken hier, unsere Windmühlen, das alles immer sofort verarbeiten war. Hat er Weizen? Nee, er will Weizen verkauft kriegen. Haben wir denn so viel Mehl gemacht eigentlich? Ich meine, das ist jetzt nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass die Pferde was haben. 1225 Einheiten. Jetzt müsste man nochmal wissen, wie viele Felder ich im letzten Jahr mit Weizen hatte. Dieses Jahr sind es hier nämlich 2, aber ich glaube, im letzten Jahr waren es da auch 2. Da noch 1 vielleicht oder sowas. Das haben wir dieses Jahr nicht. Zwei Monate reicht das noch. Die 63 Weizen. Juni, Juli, August. Im August wird abgeerntet, oder? Ja, das kann ich machen. Dann kommt hier halt... Moment, also wenn 62 für 2 Monate reichen,
Dann müssten doch eigentlich 600, beziehungsweise dann machen wir da 700 rein. Und dann sollte das auch reichen. Wobei, Heu essen sie doch auch, oder? Oder schlafen die da nur drauf? Heu ist ja kein Problem. Dann machen wir davon auch nochmal 600. Und das darf auch gerne mit dem Pferdewagen auch gebracht werden. Dann können die Kumpels nämlich, die jetzt da arbeiten, ihre alten Freunde nochmal wieder sehen zwischendurch. Mittlerweile auch noch ein Pferd geboren, vor 3 Monaten schon. Sehr gut. Das ist doch sehr gut. So, zweiter Hühnerstall. Ich habe ja noch Angst um meine Buchweizen, tatsächlich. Das wäre jetzt natürlich ganz gut möglich, einen zweiten zu bauen. Aber vielleicht müssen wir tatsächlich erstmal... Die kriegen nämlich keinen Weizen, die kriegen nur Buchweizen. 400, warte mal, 350 reichen für 5 Monate. Das heißt 800, dann machen wir das doch auch gleich so, dass wir da 800 einlagern. Das müsste ungefähr für das Jahr reichen. Richtig? Richtig. Ja. So ist das gut, glaube ich. So ist das gut. So, 3 Lieblingsspiele auf meinem Kanal. Oh, das ist jetzt, das ist natürlich fies. Weil wenn ich jetzt die Spiele, die ich als Lieblingsspiele meines Kanals, also ich finde ein Spiel, was leider völlig viel zu wenig geguckt wird, was ich aber total geil finde, wo ich aber verstehe, dass das nicht geguckt wird, ist Disco Elysium. Ist einfach ein knaller Spiel, aber dadurch, dass ich das probiere, komplett auf Deutsch zu übersetzen und das so lang geht immer, kann man sich das, glaube ich, nicht angucken, wenn man nicht wirklich hartgesotten ist und sowas irgendwie mag. Aber dieses Spiel ist so geil. Jetzt muss ich kurz gucken, was wir noch bauen können, bevor ich weiter erzähle. Beziehungsweise bevor ich über weitere Spiele was sage. Baue ich jetzt hier einfach weiter. Wir haben 276. Es gibt sogar Leute, die jetzt nach Arbeit suchen. Okay. Dann bauen wir doch schon mal einen neuen Weber hier auch rein. Weber, Weber, Weber. Der kommt hier hin. Da wird momentan... Da werden die Klamotten hergestellt. Die dann immer da hinten hingebracht werden. Aber gut, da kümmern wir uns nicht drum. Wir wollen das hier so, dass die anderen nicht so viele Arbeitswege haben. Beziehungsweise wir können es auch hier schön reinbauen. Oder... Nee, das ist ein bisschen eng hier. Und der Platz soll schon, ein bisschen Platz soll da schon sein. Also entweder bauen wir das hier hin. Ich baue das jetzt direkt hier hin, wo auch der Hanf herkommt. Da darf ich wahrscheinlich nicht, weil es dann überlappt, oder? Ja, doch, da darf ich. Da kommt der nächste Biber hin. Okay. Gut. Haben wir dem alles schon verkloppt, was wir verkloppen wollten? Ja. Genau, ich wollte beim Buchweizen gucken, dass der... Ist der da schon rausgeholt worden? Seid ihr schon da, Jungs? Mal einmal ein bisschen langsamer. Ich kann hier gar keinen mehr anklicken. Das ist die Holzkohle, die ist schon mal abgeholt worden. Und hier ist das Sonnenblumenöl abgeholt worden. Und hier wird gerade der Buchweizen aufgeladen, nehme ich mal an. Standen da schon immer so Kästen drunter. Wahrscheinlich schon. Ja, du hast recht, jetzt sehe ich gerade auch, wenn ich hier so schnell in schnell bewege, dass er dann irgendwie Probleme kriegt mit der Videoübertragung. Vielleicht muss ich da irgendwie mir einen Puffer reinbauen oder sonst was. Ich weiß auch nicht.